So, fangen wir mal mit dem Bitcoin-Tracker an. Wir sind jetzt, wir haben heute den 26. Februar. Es ist 10.22 Uhr vormittags und der Preis liegt bei etwa 47.000. Der Höchststand war über 49.000 Euro. Jetzt zeige ich euch natürlich zunächst einmal das neue Arca Wallet, das relativ neue Arca Wallet. Was mich ein bisschen stört bei Arca Wallet ist, dass es einige Sekunden länger braucht als notwendig, meines Erachtens. So, jetzt sehen wir hier auf einen Blick Bitcoin, On-Chain, alles unter einer Haube. Layer 2, ja, also die zweite Schicht, Layer 2 Bitcoin, also Liquid Bitcoin Liquid oder Liquid Bitcoin und Lightning und Tether USDT. Bitcoin On-Chain, also für Layer 2 Bitcoin und Tether USDT gibt es für beides ein Swap. Ja. Also wie ihr seht, wenn ich hier auf Swap drücke, kann ich, je nachdem was möglich ist oder nicht, gibt dir die App die notwendigen Hinweise, also LBTC konvertiert auf oder geswappt auf USDT beziehungsweise Tether auf, sehe, wenn ich jetzt USDT Tether auf Bitcoin, also On-Chain, normales Bitcoin konvertiere oder swappen möchte, dann steht da eben gleich der Hinweis, USDT kann nur zu Bitcoin Liquid oder Liquid Bitcoin konvertiert werden oder geswappt werden. Ja, das heißt, hier muss ich auf Layer 2, also ja, dann ist es kein Problem. So, wenn ich jetzt auf Tether USDT gehe, kann ich natürlich auf LBTC, auf Liquid Bitcoin oder so. Also hier sind hier alle ja, Bitcoin auf, ja, also das ist der gleiche Hinweis, also Bitcoin auf Liquid, Bitcoin Liquid oder USDT, da steht Bitcoin kann nur zu Liquid Bitcoin konvertiert werden. Also du kannst nicht direkt von Bitcoin auf USDT swappen. Gut, dann gehen wir noch zurück auf die Gesamtübersicht. Ja. Bitcoin, dann Spending Accounts, wobei für Layer 2 Bitcoin ist zusammengefasst Bitcoin Liquid und Lightning und Tether USDT. Für beides gibt es eine Swap-Funktion. Da gibt es auch einen Marketplace, da kann man auch, ja, also gewöhnlich ist es, nehme ich an, ein KYC, also man muss sich da identifizieren, nehme ich an, also wenn ich jetzt drauf drücke, Buy Bitcoin, also die Möglichkeiten, jetzt Bitcoin zu kaufen, das erkläre ich dann später, aber da kann man zum Beispiel, man könnte es hier auch über diese Website machen, Continue Austria, Banktransfer, Mobile Wallet oder über die Karte, sagen wir mal Banktransfer, dann gibst du deine SEPA ein, ja, Select, ja, wie viel du, um wie viel, zum Beispiel 100 Euro von Euro auf Bitcoin, BTC und dann müsstest du eben deine SEPA, dein Bankkonto-Details angeben und dann wird man eben angewiesen, diesen Betrag, also 100 Euro zum Beispiel im Fall, Continue zum Beispiel, ja, wenn ich das auf Continue gehe, so, müsste es auch vielleicht möglich sein, ohne KYC Bitcoin zu kaufen über Paybiz. Ja, da kann man verschiedenste eben, hier steht SEPA Banktransfer für 100 Euro, niedrige Gebühren. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt da hingehe, kann ich natürlich auch, theoretisch könnte ich jetzt auch mit Visa oder Mastercard oder was auch immer, also in dem Fall mit Visa oder Mastercard, es ist Mastercard mit Pay, also über Apple nehme ich an, das habe ich nicht, und Google Pay. Also Minimum Amount, also das steht also Minimum Amount, da muss ich dann auf 200 gehen, so einschließlich der Gebühren, 6,50 Euro und Continue. Ja, da müsste ich meine E-Mail-Adresse jetzt eingeben, tue ich jetzt aber nicht. Ja, und dann wird man eben angewiesen, die 200 Euro auf ein SEPA-Bankkonto zu transferieren. Ja. Und das beinhaltet natürlich auch die Gebühr noch einmal. Gut, also das wollte ich nur mal zeigen, dass es eben auch über diese App auch möglich ist, wie genau jetzt das jetzt, also ein, ob das jetzt halb KYC oder ein bisschen KYC ist oder überhaupt kein KYC. Also ich bevorzuge eben BISC Network oder Azteco Bitcoin Vouchers.
Aber wenn man schon diese Möglichkeiten hat, also auf jeden Fall ist es besser als über die ganz formale, strikte KYC-Methode über irgendeine Exchange-Plattform, wo man sich identifizieren muss. Gut, da kann man die verschiedensten Settings einstellen. Ich weiß nicht, was das für ein BOTEF-Mode ist. Was ist ein BOTEF-Mode? Nein, also ich bevorzuge Dark Mode, die Sprache, Manage Asset, ja. Die Seed-Phrase kannst du dir dann nochmal anschauen. Und da kann man auch eben sich Hilfe holen. Das gibt sogar scheinbar eine Chat-Funktion oder wie auch immer. Gut, und ich bin auf dem letzten Stand dieses Wallets. Es ist immer abgedatet bei mir. Wir gehen dann weiter und schauen uns dann später die Transaktionen an, die wir mit verschiedenen Wallets dann machen können, auch mit anderen Wallets, ja, auch mit anderen Mobile Wallets, sei es jetzt Phoenix Wallet, das ich sehr bevorzuge, weil man das eben mit dem eigenen Node verbinden kann, oder Blockstream Green Wallet, oder ja, natürlich gibt es auch diverse andere Halb-Custodial, also Selbstverwahrung, Fremdverwahrungs-Wallets oder Halb-Fremdverwahrungs-Wallets, wie zum Beispiel das Wallet Satoshi. Gut, aber das Oracle-Wallet ist wirklich ein, muss sagen, sehr praktisches, sehr nutzerfreundliches Wallet und es hat alle Funktionen, alle notwendigen Funktionen unter einem Dach bzw. unter einer Haube. Eine Möglichkeit, ohne KYC Bitcoin zu erwerben, ist über Telegram bzw. das Bitcoin Voucher Bot von Azteco. Also abhängig von den jeweiligen Bedingungen Ihrer Bank kommt das natürlich darauf an, also je nachdem, ob man jetzt auf ein Schweizer Bankkonto oder auf ein Bankkonto in den UK, also in England, nach England schickt, wird es von der jeweiligen Bank abhängen, welche Gebühren anfallen, beziehungsweise die aufgrund der Wechselkurse und so weiter, also im Pfund Sterling, also man zahlt in Euro, aber dann aufgrund der Wechselkurse kann es sein, dass es dann mehr oder weniger sein kann. Okay, man kann eben On-Chain als auch Lightning grundsätzlich über das Bitcoin Voucher Bot kaufen und die dann, sobald man das Voucher bekommt, das ist ein QR-Scan-Code, ja, den man einfach digital dann bekommt über Telegram, und das löst man einfach ein mit irgendeinem Wallet, das mit einem ganz gängigen Wallet, ob das jetzt Blockstream Green Wallet, also On-Chain oder Lightning, je nachdem, ob jetzt On-Chain oder Lightning, und das wird dann sofort natürlich eingelöst. Ja, es gibt hier eine Schweizer Bank beziehungsweise eine UK Bank. Wie gesagt, dann muss man sich selber dann erkundigen bei der eigenen Bank, die Girokonto-Bedingungen oder wie auch immer, die Wechselkurse, die Gebühren etc., die dabei anfallen könnten. Aber der Vorteil, wie gesagt, unterm Strich ist zusammengefasst, ist, dass es ein Nicht-KYC-Bitcoin ist. Ja? Das heißt, und da geht es wirklich um lächerliche Beträge. Also man kann ihm auf jeden Fall bis zu, so wie es auch hier steht, bis zu 950 Euro kann man hier Bitcoin erwerben. Dann löst man das Ganze ein und entweder mit einem On-Chain-Bitcoin-Wallet oder mit einem Wallet, das sowohl On-Chain als auch Lightning bewerkstelligen kann. Und es kann aber auch vorkommen bei diesen Bitcoin-Vouchers zum Beispiel, wie zum Beispiel hier, Azteco steht hier zurzeit nicht zur Verfügung. Ja? Oder ja, auf Lightning gehe, ja, das ist quasi ein Lightning Voucher und dann steht Proceed, jeweiligen Betrag, das angegebene Bankkonto überweisen, also je nachdem, entweder in der Schweiz oder in England. Also einfach die Instruktionen weiter befolgen. Das war es dann noch schon. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Bitcoin einzulösen. Also meine bevorzugten Bitcoin Wallets oder Handy Wallets sind Blockstream Green Wallet, Phoenix Wallet, da du das auch mit deinem eigenen Node verbinden kannst, Aqua Wallet, weil alles unter einem Dach ist. Alle Funktionen, alle notwendigen Funktionen, ob jetzt On-Chain, Lightning, Bitcoin Liquid oder USDT, und alles mit einer Swap-Funktion integriert. Ich werde den Link dann natürlich anführen in den Shownotes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einen generellen Überblick über Aqua und auch den Nicht-KYC-Erwerb via Telegram bzw. Bitcoin Voucher Bot von Azteco oder dergleichen, sei es so On-Chain oder über Lightning. Also wenn Sie nicht gerade ein Unternehmen haben,
aus steuerrechtlichen, buchhalterischen Gründen irgendwie über KYC und Exchanges, Plattformen, meistens geht es auch um größere Beträge und dann muss man es auf jeden Fall über KYC machen und Compliance und ja, Regularien befolgen und so weiter, das ist alles klar. Aber in der heutigen Zeit, wenn es noch immer möglich ist, sei es über einen Automaten, Bitcoin-Automaten, wo das jetzt scheinbar jetzt auch schon immer unmöglich oder extrem schwer geworden ist, nicht KYC Bitcoin, zumindest bis zu einem lächerlichen Betrag von 200-250 € zu erwerben, dann auf jeden Fall ja, über Azteco Vouchers oder BISC Network Peer-to-Peer, ja, nicht KYC Bitcoin erwerben. Ja, bitte liken, folgen, abonnieren, weitersagen und falls du eine tiefergehendere Beratung brauchst oder Information brauchst, dann kannst du mich buchen über Calendly. Ich habe die diversen Links auch zusammengefasst im Linktree. Folge mir bitte auch über Twitter oder X. Gut, mein Name ist Kevan Davani und ich bin der Host der Davani Connection Show. Tschüss, bis bald.